Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Phase 5 sind wir. Ja, wir starten heute mit die Gefallenen, einen verlorenen Reisenden finden. Die setzen wir mal aktiv und... Ja, wir müssen Polo besuchen in der Anomalie. Und da würde ich sagen, begeben wir uns mal direkt dorthin. So, da haben wir die Anomalie. Und auf geht's. Ja, ich muss dringend mein Inventar nochmal überarbeiten. Glaube ich. Vor allem so ein Kram wie das hier, ne? Das kann einfach weg. Da machen wir auch nochmal ein bisschen Platz. So, da sind wir schon bei 15. Bei 15.000. Und hier müssen wir auch noch mal ein bisschen hochpushen. So, 15.9. Okay, 15.900. Hier haben wir jetzt 88% mehr Ressourcen abbauen. Ja, wunderbar. Auf zu Polo. Oder nach Polo ist es, ne? Zu Ort nach Person. So, wir stimmen mal zu. Okay, das war's. Haben wir irgendwas übersprungen gerade? Stimmen. Okay. Normalerweise sind das doch die Geschichten, wo wir in der Raumstation, die gefallenen Reisenden finden, ne? Erreiche die Störung an den Grenzen des Universums. Hey, Dankeschön, dass es schon weg ist. Ich hoffe, er steht gleich nochmal da. So, hier haben wir einen Marker. Ich hoffe, ich erwische ihn jetzt auch. Ne, wir müssen erstmal weiter in die Richtung.
Und jetzt können wir das Ganze nochmal neu ausrichten. Raumschiff Speichererweiterung erhalten. 43, okay. So, das heißt also, wir müssen hier landen und gucken, wo er sich aufhält. Gerade ist das Spiel abgespielt. Also starten wir nochmal neu rein. Da können wir gleich landen. Und dann hoffe ich mal, dass wir ihn auch irgendwo hier haben, ohne lange suchen zu müssen. Gucken, ob ich hier irgendwas schon erkennen kann. Nein, kann ich nicht. Doch, da. Er ist also innerhalb des Gebäudes. Munition nehmen wir mit. Da ist er. Sorry fürs Husten. Nach dem Wasser fragen. Ich glaube, das ist erstmal eine gute Idee. Fragen, woher er kommt. Okay. Was haben wir da an Eingabe? Wir müssen mit der 8 starten. Ja, das können wir auch getrost ignorieren. Die brauchen wir ja im Moment nicht. Ich wollte es trotzdem mal angeklickt haben. Unbekanntes Grab, da müssen wir hin. Unser Schiff ist hier vorne. Komm, das nehmen wir hier auch noch gerade einmal mit. Und Nanit haben wir auch nochmal 29 bekommen. Das ist okay. Dort ist unser Ziel. Ja, und dann machen wir uns mal gerade auf den Weg dahin. 20 Sekunden sind wir da. So, hier können wir schon wieder in den Landeanflug gehen. Da unten haben wir es auch schon. Glyphe extrahieren. Und damit haben wir die Phase abgeschlossen. So, ich würde sagen, wir gucken mal gleich auf die Phase 2. Gut, da haben wir die ganzen Antriebe. Was haben wir hier? Neue Wörter lernen. Okay. Das kriegen wir doch auch ziemlich schnell hin. Fast, denke ich. Hier haben wir jetzt gerade Nummer 8. So, Nummer 9. Mit dem haben wir schon gequatscht.
Nummer 9. Da haben wir ihn stehen. So, und einer fehlt noch. Mal gucken, wo wir den haben. Den hatten wir auch schon. So, auch hier direkt wieder nach links rüber. Da haben wir den letzten Kandidaten. So, Astrolinguistik haben wir damit abgeschlossen. Und damit starten wir in die blaue Weite, ein blaues Sternsystem besuchen. Da haben wir jetzt die neuen Antriebe bekommen und die müssen wir natürlich erstmal ausrüsten. Wir brauchen Kabelbaum. Brauchen wir 5. Und insgesamt 9. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der, den wir brauchen. In blaues Sternsystem mussten wir, ne? Ja, genau. Dann haben wir den richtigen Antrieb fertig. Und dann haben wir auch gleich die nächste Phase fertig. Also, legen wir gleich los. Galaxiekarte. B für freies Umsehen. Gerade gucken, wo wir hier ein blaues haben. Lässt sich gerade so schlecht sehen. Warte, wo bin ich denn da? Müsste, glaube ich, das hier sein, ne? Ich hoffe. Mit dem grünen Licht ist auch gerade nicht das Optimalste. Ja klar, wir können natürlich nochmal umstellen, ne? Wir können die Farben umstellen. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Aber ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, blaue Weite. Abgeschlossen. Wir holen uns die Belohnung. Die Polo-Figur. Übrigens ein schönes Ding. Die Polo-Figuren, holt euch die ab, stellt euch die ins Raumschiff. Diese Figuren bringen auf jeden Fall immer Bonus. Die bringen immer Bonus. So, exotische Welten.